Hör einfach auf dich selbst und auf das, was die anderen sagen, weil du lebst dein Leben. Rein klassisch gesehen, und das ist international genauso festgelegt durch Versuche, die über Jahrzehnte durchgeführt wurden in der Toxikologie, ist gleich nach Arsen, ja, Fluorid, das stärkste Nervengift. Eines der dunkelsten Kapitel überhaupt der Menschheitsgeschichte. Mein Name ist Tobi, willkommen auf diesem Kanal. Heute reagieren wir auf Dieter Bröers beim Maxim Mankiewicz-Interview. Erstmals danke vielmals, Maxim, dass ich auf deine Videos reagieren darf. Keine Ahnung, ob du das jemals sehen wirst. Und natürlich auch Dieter Bröers für ihre Arbeit. Wundervoll. Ich danke auch dir natürlich für die Unterstützung. Ich danke auch für die E-Mails, die ich bekomme. Es tut mir leid, wenn ich nicht alle beantworten kann, aber es sind langsam viele. Und ich habe einfach auch noch andere Dinge zu tun. Plus auch alle Kommentare. Danke vielmals. Auch da versuche ich die meisten zu beantworten, aber es wird langsam sehr viel. Deswegen vergebt mir, wenn ich nicht alle beantworten kann. Aber ich lese alle und ich bin sehr dankbar. Ich würde sagen, lasst uns reingehen. Spirituelles Erwachen verhindert. Sie versuchen es, doch wir bleiben dran. Auch mit all den Giften und so weiter. Ich glaube, Dieter Bröers wird sicher darüber sprechen. Deswegen lasst uns reingehen. Liebe Freunde, ich habe bei mir Dieter Bröers und wir sprechen heute über das Thema Zirbeldrüse, was das Ganze mit deinem höheren Selbst zu tun hat. Wie schaffst du es, deine Intuition als deinen Verbündeten, die Sprache deiner Seele, ist nämlich die Intuition, als einen Freund in dein Leben einzuladen? Wie funktioniert Manifestation? Was sind Quantenfelder? Was ist die Akasha-Chronik? Und vor allem, wie hängt das Ganze zusammen? Was erschaffst du tagtäglich von innen nach außen? Was kommt dir als Zufall vor? Oder das Gefühl hast, das gibt es ja gar nicht, dass so etwas passiert ist, woran du vielleicht vor 2 Tagen zuvor gedacht hast. Genau diese Phänomene und diese Ursache-Wirkungsprinzipien besprechen wir heute. Willkommen zurück, Dieter Bröers. Danke, Maxim, dass ich dabei sein darf. Lieber Dieter, ich hatte heute direkt vor unserem Gespräch hier ein anderes Gespräch, übrigens auch mit einem Mann vom gleichen Sternzeichen wie du. Und der ist aus der Management-Zeit und hat da über 2 Millionen Bücher erfolgreich verkauft auf diesem Erdball. Und wir haben festgestellt, unser Interview zögerte sich so ein bisschen hin. Und ich habe mir gedacht, Mensch, das wäre toll, wenn wir 20, 30 Minuten später mit Dieter anfangen würden. Sagte zu diesem Mann zwischen den Interviews das Gleiche, geh in mein E-Mail-Postfach und da fragst du mich genau nach dieser einen halben Stunde, die auch dir gelegen kommen würde, ob wir das später starten würden. Ich habe dir das erzählt und dann hast du nur gelacht und sagst, Synchronizität des Universums. Normalerweise bin ich derjenige, der das in meinem Umfeld, Team und den Menschen sage, das Universum macht keine Fehler, das ist mal wieder das, was bewusst oder unbewusst im Feld war. Thema Quantenfeld. Wie funktioniert das Ganze? Wie können die Menschen bestimmte Dinge einfach runterladen? Wie ist ein Mozart seine ganzen Sinfonien und da Salvador Dali, der in der Badewanne gemalt hat und einfach die verrücktesten Dinge einfach ins Hier und Jetzt gebracht hatte und sagte, meine Gemälde sind von Hand gemalte Fotografien des konkret gemachten Irrationalen. Und für die war das klar, für sehr, sehr viele Genies, für sehr viele andere Menschen. Ja gut, ist halt ein Zufall, die glauben an gar nichts. Also wie verbindest du das, diese beiden Welten für dich? Also erstmals, sorry, dass ich schon da reinspreche, aber wir müssen ja nicht ein Mozart sein oder ein Supergenie, um gewisse Inputs von oben zu bekommen. Also auch ich habe das immer wieder, dass ich denke, ich habe das alles gar nicht. Und ich bin überhaupt nicht verbunden. Aber zum Beispiel kommen mir auch immer wieder Eingebungen und Gedanken, da ich denke, krass, von wo kommt jetzt das? Oder ich mache ja auch Rap. Und dort kommen wir ja auch gute Zeilen oder gute Rhymes, da ich auch denken kann, von wo kommen die? Und es ist natürlich nicht auf Mozart-Level und so weiter. Aber nicht, dass wir uns immer so gleich mit den Krassesten vergleichen, sondern wir haben das alle auch. Es ist eigentlich. Du hast das auch, auch schon nur, wenn du irgendwie ja, einen super coolen Gedanken hast und das dann in die Tat umsetzt. Oder wow, du hast plötzlich die Idee, du kochst heute das und dann kochst du das. Also es muss nicht immer gleich die krasseste Symphonie aller Zeiten sein, so. Also in uns allen schlummert, alle beseelten Wesenheiten auf jeden Fall, schlummert dieses Potenzial, nämlich die Fähigkeiten, quasi angeschlossen zu sein an nicht nur das, was wir Akasha-Basis
Bank nennen, also die Daten aller Informationen, die irgendwann mal irgendwo mal in diesem Kosmos oder in anderen Kosmen erworben wurden, die sind abgreifbar. Das ist richtig. Aber darüber hinaus gibt es eben die Ebene, die Quellebene, so nenne ich sie mal, ja, das ist die Ebene des höheren Selbstes, des Wesenskerns, so nenne ich es ganz gern. So, und da sind wir alle beseelten Menschen auf jeden Fall mit ausgestattet. Dass der Unterschied, warum es Menschen gab und immer noch gibt und zunehmend mehr übrigens gibt, die eben so, wie du eben auch Mozart genannt hast oder Dali oder mein Gott nochmal die großen Genies halt, die angeschlossen waren, ja, die haben sich von diesen Konzepten lösen können, ohne irgendwie das bewusst zu machen. Die haben den Vorteil gehabt, dass die sozusagen außerhalb der Verstandesdeutung die Dinge unzensiert wahrgenommen haben. Ja, und diese Konzeptwelt, die konzeptionierte Welt, die uns sozusagen hier aufoktuiert wurde, ja, wir sind ja hier vorher schon existent gewesen. Jeder Einzelne, der hier inkarniert ist, den gab es ja schon vorher. Uns wird es immer geben, ja. Aber diese Welt hier, in die wir eingetreten sind, ist uns irgendwie sehr einseitig vermittelt worden. Ja, und das führt dazu, dass sozusagen wir auch, unter anderem führt das dazu, aber im Wesentlichen, so fängt es ja an, nicht mehr mit der Quelle in Kontakt stehen. Also die Quelle ist da, aber der Kontakt nicht. Da spielt die Zirbeldrüse eine ganz entscheidende Rolle, weil sie ist verantwortlich für diesen Kanal, dass sie den Kanal nach oben zur Quelle wirklich öffnet. Ganz wichtig, und ich glaube dann nochmal, das, was ich eben gesagt habe, nochmal zusammenfassend, es ist die Welt der Konzepte, der gedeuteten Welt, der, ich sag mal, künstlichen Welt. Ja, so wie man einen Namen, den man uns gegeben hat, ja nicht ein Namen ist, den wir schon vorher hatten, sondern den haben uns unsere Eltern gegeben. Das ist ja auch okay so, hat ja auch eine Sinnhaftigkeit, aber wir vergessen dabei und blenden aus, dass wir ja noch was ganz, ganz, ganz anderes sind. So. Und das, was jetzt gerade Sonderfälle waren, wie ich eben angedeutet habe, zunehmend mehr Menschen erfahren, so die Qualität eines Mozarts oder Bach, mein Gott, da gibt es ja viele zu nennen, ja, in Momenten geschieht, nicht jeder channelt gerade irgendwo ein neues Buch runter oder eine Botschaft oder meinetwegen Informationen vom Höheren Selbst, aber du bekommst zunehmend mehr, also wirklich rein quantitativ und qualitativ erfassbar, Informationen, wo du selber erkennst, Moment, wo kommt das denn jetzt her? Ja, und das hat eigentlich sehr viel mit dem Glauben zu tun. Wir sind natürlich auch so aufgewachsen und erzogen worden, dass wir uns klein halten sollen, dass wir ja nicht irgendwie auffallen sollen und so weiter. Und dann haben wir halt gelernt, dass wir klein sind und ja, nicht sehr viel irgendwie dürfen können und so weiter. Aber wenn man, wie er gesagt hat, sich von diesem löst, auch ich merke das immer mehr, dass ich so viel offener bin für alles andere. Und wenn ich das jemandem erzähle, der irgendwie nicht so offen ist, dann sagt er, das ist Humbug und so weiter. Und dass man dann aber dran bleibt, weil was ist schon Humbug? Ich meine, das, was in der Gesellschaft alles gesagt wird, ist auch nicht unbedingt immer das Richtige. Und was ich noch sagen wollte, ist auch den Glauben an uns selber. Zum Beispiel Christina von Rhein erzählt immer von der Schwingungserhöhung. Und ich sitze immer hier und denke, okay, ich habe meine Schwingung noch nicht erhöht und so weiter. Aber das letzte Mal habe ich eigentlich mit jemandem gesprochen, glaube auch in einem Interview, und die hat mir gesagt, doch, du hast deine Schwingung sehr stark erhöht. Und dann habe ich so zurückgedacht und habe gedacht, das stimmt ja, weil ich spreche ja die ganze Zeit von, ich habe mich öffnen können für die Spiritualität, für die Liebe und so weiter. Aber ich habe immer gedacht, die Schwingungserhöhung bedeutet irgendwie keine Ahnung was. Aber das ist schon nur Schwingungserhöhung, dass du dich aufmachst, dass du offen wirst, dass du mehr in die Liebe gehst und so weiter. Das erkennt man meist dann her, dass die Ideen, die Bilder, die kommen, so atypisch daherkommt und sagt, das kann jetzt nicht assoziativ sein. Ich habe gerade an das gedacht, das Buch gelesen, das gehört, ergibt dieses Ergebnis. Ja, das ist so atypisch, woran man dann ganz deutlich erkennt, wow, da kommen jetzt Informationen unzensiert quasi von oben runter. Das Gute dabei ist, dass zunehmend mehr physikalische Einflüsse auf uns einwirken, dass man tatsächlich sagen kann, auch aus naturwissenschaftlicher Sicht, dass die Parameter, ja, elektromagnetische Felder, gravitative Veränderungen und so weiter, also physikalische Parameter dazu führen, zunehmend dazu führen, dass wir sozusagen den Kanal wieder geöffnet bekommen. Ja. Außerordentlich hilfreich ist zu erkennen, und über diese Daten verfüge ich, das bringt mich natürlich in eine ganz besonders glückliche Situation, dass die physikalischen Prozesse vermehrt dazu führen, dass Menschen, zunehmend mehr Menschen, auch mit einer degenerierten Zirbeldrüse zum Beispiel und dadurch einen degenerierten Kanal nach oben zum höheren Selbst, ja, dass da wieder eine, ich sag mal, Lockerung eintritt,
Ja, da ist es ganz wichtig, dass wir auf der anderen Seite diese Lockerung, ja auch der Lockerung, dem Lockerungsprozess entgegenkommen, indem wir also uns auch mehr mit spirituellen Themen auseinandersetzen. Also rein faktisch ist es so, dass die Zirbeldrüse, weil sie so lange nicht benutzt wurde, durch verschiedene Gründe natürlich, ja, also Fluoride und Kunstlicht und WLAN-Frequenzen und so weiter. Also das mit dem Fluorid ist ja ein Skandal und ich glaube, das kennt ihr ja wahrscheinlich alle auch. Aber bei uns sind sie in die Schule gekommen und haben uns diese Fluoridcreme auf die Zahnpasta geklatscht. Und wir haben natürlich keine Ahnung gehabt. Wir haben das geputzt und ich habe immer gedacht, das ist irgendwie hure grusig, aber du machst das natürlich einfach. Und da kommen so Zahnfeen in deine Schule, die haben keine Ahnung und denken noch, sie machen etwas Gutes. Es ist schon heftig. Und dann gibt es, wie gesagt, noch andere Dinge. Holland, ja, da gibt es eine ganze Menge. Und da kann man eigentlich sagen, sehr leicht sagen, da bringt es ja gar nichts mehr, ja, diese verkümmerte Zirbeldrüse zu aktivieren. Stimmt gar nicht. Und es gibt eine Menge Trost, dass wir sagen, dass bestimmte kosmische Einflüsse führen dazu, dass jetzt sich die Zirbeldrüse löst aus ihren Verkalkungen. Was dann aber auch geschehen muss, ist, dass wir sie betrachten wie ein atrophierter Muskel, der lange nicht bedient wurde. Der verkümmert natürlich dann und der muss bedient werden. Ja, in diesem Falle, dass ich mich mit spirituellen Themen auseinandersetze. Das ist jetzt gar keine große Herausforderung. Spirituell ist alles das, was mich in die Freude bringt. Ganz einfach. Alles das, was mich wirklich in die Herzensfreude bringt, nicht in den Spaß. Ja, ich unterscheide ja zwischen Spaß, das ist die Freude des Verstandes. Der kann sich auch freuen, der sagt, wow, da freue ich mich aber. Ja, das ist es eben nicht. Aber die echte Freude kommt aus dem Herzen und ich glaube, jeder weiß ganz genau, was ich darunter verstehe. Und wenn man diesen Zustand generiert, indem man meinetwegen nur zur Hilfe erstmal ausschaltet nach Momenten, die wir alle schon mal, jeder, erlebt haben im Leben, Ausschau hält, sein Leben Revue passieren lässt, nach den Momenten, wo es wirklich erfreulich war. Ja? Und da hineingehen, man atmet hinein, man riecht den Geruch, man ist in die Situation, der Körper hat keinen Unterschied mehr, keine Unterschiedsmöglichkeiten mehr, für den ist es dann da und stellt sich genau auf die Situation ein, wie es schon mal da war und geht in diesen Zustand der Freude. Heißt, die Zirbeldrüse wird automatisch mit aktiviert. Das ist, glaube ich, ein sehr wertvoller Hinweis. Und das Wichtige ist auch, gut zu dir selber sein und dich nicht irgendwie fertig machen, wenn du mal irgendwie nicht in die Freude gehen kannst und so weiter, weil ich sehe das bei mir auch sehr stark. Ich hatte ja immer, also viel so depressive Zustände und so und die kommen immer mal wieder, auch jetzt noch. Und ich habe wieder das Gefühl, das ist körperlich und ich will ja eigentlich fröhlich sein und so weiter, aber manchmal geht es halt einfach nicht, weil ich irgendwie, zum Beispiel hier verkrampft sich dann ein bisschen der Kiefer und ich kann dann einfach nicht mehr lächeln, es geht einfach nicht. Und da kann mir jeder sagen, na, du musst mehr meditieren und so weiter, aber das ist einfach irgendetwas, das kann man nicht beschreiben. Und dass man dann nicht irgendwie sich fertig macht und so weiter, sondern vielleicht das wie ich mache das so, okay, das ist eine kleine Phase, die überstehe ich und dann kann ich weitermachen und ich arbeite natürlich auch daran und so weiter. Aber dass man sich nicht gleich irgendwie, ja, selber runter macht, wenn man mal irgendwie nicht irgendwie die Zirbeldrüse bestärken kann und so weiter. Ich sehe das zum Beispiel bei den Interviews. Manchmal, ich will eigentlich fröhlich sein und ich will lächeln, aber manchmal stresst mich das irgendwie noch ein bisschen, so in diesen Schirm reinzuschauen und mit anderen Menschen zu sprechen. Früher war das noch viel krasser. Früher hätte ich das niemals machen können, mit Menschen so in den Kontakt zu gehen, weil ich so irgendwie anders war. Und es stresst mich aber immer noch. Und dann kommt zum Beispiel dieser Kieferding hier. Und dann ist es ein bisschen unangenehm, weil ich will eigentlich lächeln, ich will Freude zeigen. Ja, dann bist du manchmal auch ein bisschen mehr in deinem Kopf, weil du denkst, aber ja, ich will auch nicht motzen. Sehr, sehr wichtig, ja. Danke, dass du es ansprichst. Würdest du sagen, Musik oder bei dem anderen ist es vielleicht ein Saunagang? Also das Unterbewusstsein ist ja im Körper. Das heißt, den Körper mit auf die Reise nehmen. Der eine, der tanzt plötzlich vielleicht nach 20, 30 Jahren, obwohl er gar nicht zum Tanzen ist und plötzlich merkt, da das Gedächtnis des Körpers, da wird wieder was reaktiviert. Also über die fünf Sinne bewusst zu gehen, was hältst du davon? Ganz sicher. Also alles das tun, was, wir haben ja einen großen, umfangreichen Sinnesapparat, ja, was uns erfreut
Und da eben nicht so sehr auf den Verstand achten, der sagt, mein Gott, was ist das denn für ein Unsinn? Das rechnet sich doch gar nicht. Was soll denn das? Ja? Ich glaube, das ist jetzt die einfachste Art, das darzustellen. Und auch oft mal doch dasjenige, was dann dazu führt, dass man es nicht macht. Ja, so ähnlich wie mit Verliebtsein. Man sagt, also im Zustand der Liebe macht man unvernünftige Dinge. Aber bitte von wem aus betrachtet? Derjenige, der nicht verliebt ist, der sieht das vielleicht. Aber in dem Moment, wenn du voll in der Liebe bist, ja, dann bist du in einem nicht unbedingt Verstandeslogos-Modus. Ja. Und so ganz genauso. Also da wirklich das innere Kind, sagt man sehr schön, eben da die gewisse Naivität. Ja, das ist, weiß Gott, kein Schimpfwort, ganz im Gegenteil. Naivität ist ganz, ganz wichtig. Ja, das wieder herauszuholen, sich das zu gönnen, einfach mal spielerisch mit den Dingen umzugehen, die mich erfreuen. Und sich nicht wirklich nicht von anderen davon abhalten lassen, weil es ist mir irgendwie mal in den Sinn gekommen, dass ich früher einen Kollegen hatte, einen guten Freund, eigentlich immer noch, aber ich sehe ihn nicht mehr so oft. Und der hat irgendwie immer so abschätzig über die Dinge geredet, die ich gemacht habe. Zum Beispiel den Rap oder auch über Frauen hat er immer gesagt, diese Frau ist nichts für dich und so weiter. Und dann im Nachhinein habe ich irgendwie gemerkt, dass er diese Frau wollte und so weiter. Also er war so wie ein, ist jetzt natürlich hart, aber so wie ein irgendwie Parasit und war immer ein bisschen so eifersüchtig und hat es mir so immer irgendwie eingeredet, sodass ich es nachher selber irgendwie nicht machen wollte. Oder auch in der Schule gab es eine wunderschöne Frau, ist immer noch wunderschön. Und die habe ich natürlich, ich habe mich stark in die verliebt. Und ich glaube, sie hat mich auch mal eine Zeit lang cool gefunden und so weiter. Aber dann von außen haben mir so viele eingeredet, die sieht komisch aus und das ist nichts für dich und so weiter. Und dann habe ich die Finger davon gelassen. Und das kann man natürlich später bereuen. Also jetzt ist es scheißegal, aber ich habe das schon ein bisschen bereut. Also lass dich einfach niemals, auch wenn du jetzt ein junger Zuschauer bist, hör einfach auf dich selbst und auf das, was die anderen sagen, weil du lebst dein Leben, weißt du? Und du hattest noch neben der Verkalkung der Zirbeldrüse das WLAN angesprochen, Fluoride und gleichzeitig auch das künstliche Licht, was uns tagtäglich umgibt, an den Bildschirmen, an TV-Geräten, ja, überall, an den Smartphones. Empfiehlst du auch in seinem Haushalt einfach mal so eine alte Glühbirne einzubauen, bewusst in die Geräte, alte Lampen zu holen, sowas? Das tue ich sehr konsequent. Und ich fand es auch einen interessanten und sehr glücklich gelösten Kunstgriff, den man da vollzogen hat, dass man ja nach EU-Verordnung ja uns das verboten hat, sozusagen die Wolfram-Drähte-Beleuchtung noch anzuwenden. Da hat man dann die Wolfram-Glühbirnen wieder auf den Markt gebracht als Heizkörper, eben nicht mehr als Beleuchtungskörper, weil sie haben ja einen schlechteren Wirkungsgrad, sie wärmen ja auch und deswegen ist das energetisch gesehen nicht gut, so wird es uns ja verkauft, was völliger Unsinn ist. Was wir da mit der Zirbeldrüse anrichten, ist Wahnsinn, wirklich. Also ich habe die Studien gesehen von Leuten, die haben nur das erforscht und so weiter. Deswegen ist das schon wichtig und die Antwort ist ja, ich habe natürlich mir diese Heizkörper gekauft und mit diesen Heizkörpern, sprich den Glühlampen, beleuchte ich meinen Raum. Also ich habe natürlich schon alles voller LED. Das ist vielleicht schon nicht sehr gut. Aber man kann halt auch nicht immer alles perfekt machen. Weißt du, du musst das Wasser filtern, du musst auf das Essen schauen, keine Pestizide essen, du müsstest deine Glühbirne, du müsstest die Zahnpasta wechseln, du müsstest das Waschmittel wechseln, was ich eigentlich alles meistens mache, also das meiste. Aber du müsstest irgendwie eine Blaubrille die ganze Zeit anhaben, wenn du in den Computer schaust. Du dürftest kein WLAN haben und. Und irgendwann muss man sagen, okay, ich mache das, was ich kann. Und der Rest kann man vielleicht so kontinuierlich machen, aber dass man sich auch da nicht so stressen lässt. Und ich war neulich beim Zahnarzt. Jetzt könnten einige Fragen stellen, was hat das Ganze mit Aufsicht? Und dann sagte die Ärztin, volle Überzeugung, die Zahnärztin, junger Mann, Fluor, das ist Gift, das ist ungesund, Fluoride schon. Daraufhin haben wir beide nochmal sind in Kontakt gegangen und dann hast du mir Studien geschickt von Doktoren, die genau demnach recherchiert haben. Vielleicht magst du uns da auf die Reise nehmen, Stichwort Fluoride und Übersterblichkeit.
Eines der dunkelsten Kapitel überhaupt der Menschheitsgeschichte. Ja, denn die Zwangsfluorisierung, so kann man sie ja nennen, die gibt es schon sehr lange. Ja, in der DDR wurden alle Kinder erstmal zwangsgeimpft, ja, mit Fluoriden. Geimpft, ja, wie wir über Masern und so weiter reden und Impfungen, so war das dort genauso. Und über die Wasserversorgung und so weiter und Milch teilweise auch über die Nahrungskette. Also die Menge macht das Gift, ja. Also wenn man dort sagt, naja, gewisse Spurenelemente brauchen wir, dann reden wir aber hier von Größenordnung, als wenn wir sagen, eine Stecknadel gegenüber der Erde. Ja, also so in etwa ist das Verhältnis. Also tatsächlich ist rein klassisch gesehen, und das ist international genauso festgelegt durch Versuche, die über Jahrzehnte durchgeführt wurden in der Toxikologie, ist gleich nach Arsen, ja, Fluorid das stärkste Nervengift. Ja. Und Nervengift im Kontext eigentlich, und das ist wohl auch die Zielsetzung, das kann kein Zufall sein, dass die neuronale Aktivität als im Sinne einer Bewusstseinserweiterung vereitelt wird, verhindert wird. Das steckt dahinter. Also das ganze Paket, Geoengineering kann man es ja auch nennen oder wird es genannt, ist ein Gesamtpaket, um diesen Zustand des Erwachens zu verhindern. Und auch gleichzeitig den früheren Tod einzuleiten. Das ist ja die Untersuchung, die du mir auch dann Ja. zukommen lassen hast von diesem einen Doktor. Vielleicht magst du auch da noch zwei Sätze erzählen. Ich meine, es ist ein Business. Die Medizin braucht kranke Menschen, um Geld zu machen. Ist ja logisch. Der Auto, der Reifenwechsler braucht kaputte Reifen, damit der Reifen wechseln kann. Oder er braucht kaputte Autos immer wieder mal, dass er etwas daran machen kann, damit er Geld verdient. Aber dass es nachher wieder weiterläuft. Es ist so logisch. Ja, Professor Gagajew, ein Kollege aus Russland, auch Biophysiker, der viele Jahrzehnte mit der DNA geforscht hat, auch der menschlichen DNA, und festgestellt hat, indem er auch mit Linguisten zusammengearbeitet hat, auch aus anderen Universitäten, zum Beispiel in Kanada, also nicht nur in Russland, und festgestellt hat, dass die menschliche DNA tatsächlich auf unsere Sprache reagiert. Und reagiert in einem quantitativen, wertvollen Aspekt. Das heißt, du kannst mit ausgesprochenen Wörtern in deiner Landessprache, ja, weil die ist dann mehr oder weniger auch verinnerlicht. Wenn einer, der sich eine Sprache erst annimmt, braucht länger. Also es geht um die Verinnerlichung einer Sprache und damit auch die Qualität natürlich. Und wenn ich das dann klar und deutlich ausspreche, also nicht mal runterbeten wie ein Rosenkranz, sondern klar und deutlich voll bewusst ausspreche. Zum Beispiel, wie Emoto das ja auch festgestellt hat, dass Wasserstrukturen sich verändert haben, wenn ich ein Wort ausspreche wie Liebe oder Freude oder Harmonie oder meinetwegen das Gegenteil und einfach nur das Wort Wut, Hass und so weiter, obwohl ich mich gar nicht in einem solchen Zustand fühle, hat das entsprechende Veränderungen ja aufs Wasser. Und all das bezieht sich auch, vor allen Dingen, das hat Gagajew rausbekommen, auf unsere menschlichen DNA. Das heißt, wir sollten viel mehr auch in diesen Prozess hineingehen, uns selber anzusprechen, aufzusprechen, ja, unsere DNA anzusprechen, weil wir sind ja nicht getrennt von ihr, ja. Ja, wenn dieser Wissenschaftler, der hat ja herausgefunden, dass wenn er irgendwie klassische Musik zu dem Wasser spielt, damit, dann hat das Wasser viel einen schöneren, hat das Wasser viel schöner ausgesehen. Und wenn er irgendwie Heavy Metal oder so gespielt hat, dann war das Wasser so wie kaputt irgendwie. Und wir sind ja auch zu 70% Wasser, also kann man das auch auf uns abschieben, sodass wir, wenn wir miteinander gut sprechen und so, dass es uns viel besser tut. Wir das sehen, dass eine komplette Regeneration von sehr vielen, man hat nicht alle Krankheiten erforscht, aber von sehr vielen Krankheiten austherapierten Patienten erfolgt ist, nur indem ich mit meinen Zellen gesprochen habe. Das klingt ja sehr konfus, aber es ist tatsächlich Fakt. Der hat das über, ich wiederhole, 3 Jahrzehnte bestens erforscht. Ja, dann wundere ich mich ja eigentlich nicht wirklich, warum man da nicht häufiger oder öfter von gehört hat. Ich kann nur eins sagen dazu, was ich erlebt habe. Als ich den Professor Gagajew einmal selber kennenlernen wollte, wir hatten bis vor ein paar Jahren dann auch noch einen Kontakt über Internet und weiteren Schriftverkehr mit der Post, war einmal eingeladen auf einen großen Kongress in Baden-Baden, medizinischen Kongress, erstmalig über seine Forschungsergebnisse hier, den neuen Forschungsergebnisse vorzutragen. Und ich bin eingeladen worden vom Verbandspräsidenten, vom Verband für Energiemedizin, Professor Treugut. Und er sagte mir, Dieter, kommt vorbei, Gagajew kommt. Und dann ist er an der Grenze verhaftet worden. Der durfte Russland nicht verlassen.
Und da habe ich ihn dann noch ernster genommen und gesagt, wenn jemand wirklich verhaftet an der Grenze als Wissenschaftler, um bestimmte Dinge nicht zu veröffentlichen, dann muss da noch mehr dran sein. Habe ich also noch ernster genommen. Das ist doch einfach peinlich eigentlich. Ich hatte den Kontakt mit ihm auch intensiviert. Und im letzten Jahr, oder ist das schon wieder anderthalb Jahre her, ist er dann ganz plötzlich verstorben. Er ist zum Nobelpreis gewählt worden, also die hätte er bekommen müssen. Kurz vorher ist er dann plötzlich verstorben. Wahrscheinlich ist das auch kein normaler Vollzug gewesen. Aber das ist etwas, woraus wir lernen können. Das ist in uns angelegt und in einem höheren Maße als noch vor ein paar Jahren. Weil die physikalischen Bedingungen, die sich geändert haben, ja, aus dem Kosmos, im Sinne der kosmischen Orchestrierung, die durch einen neuen Evolutionsprozess einleitet, ist es jetzt eine Option, die wir unbedingt ziehen sollten. Wirklich nicht nur Dinge zu manifestieren, die wir uns erfreuen, aus dem Herzen heraus, wie schon gesagt, sondern auch tatsächlich, indem wir es aussprechen. Da beginnt auch die Bedeutung von einem richtigen Gebet, ja, nochmal eine ganz andere Richtung zu bekommen. Ja, also damit meine ich jetzt nicht die alten theologischen Texte oder die kirchlichen Texte, also Rosenkränze und so weiter, sondern explizit, es sollte aus dem Herzen gebetet werden, wie Kinder das auch tun. Ja, da geht es nicht um richtige Syntax, um richtige Begriffe, ja, logisch klingende Begriffe. Da betet man frei aus dem Herzen weg, ja, aber ausgesprochen. Im Neil Donald Walsh Buch heißt es auch, dass du mit Gott sprechen kannst, wie mit deinem besten Kollegen. Also sage ich, Bro, oder so, weißt du, dass man gar nicht irgendwie unbedingt runterknien muss, sich alles perfekt glätten sollte, nach oben schauen. Kann man natürlich machen, ey. Kein Angriff. Aber dass man das ein bisschen lockerer macht, so mit dem Leben zu sprechen, mit Gott zu sprechen und so weiter. Dass es auch authentisch rüberkommt, irgendwie, habe ich so das Gefühl. Ausgesprochen, nicht denken, nicht murmeln, ausgesprochen. Das ist, wenn einer sagt, gerade ich fühle im Inneren gerade Niedergeschlagenheit, vielleicht Trägheit, Müdigkeit oder jemand ist krank, dass du bewusst mit deinem Körper, mit deinen Zellen in Dialog gehst. Ja. Vielleicht die Hände beide auf dein Herz legst, vielleicht Musik hörst, um dich in diesen emotionalen Zustand zu bringen und dann dieser volle Überzeugung, ich bin gesund, ich liebe mich, ich heile. Ja. Mhm. Und das sollte doch eigentlich normal sein, aber das wahrscheinlich, wenn du das machst, das erste Mal denkst du, du bist der komischste Typ, die komischste Frau ever, weil du das einfach irgendwie nie so gehört hast. Aber wenn ich das zum Beispiel mache, wenn ich hinlege und in mich hineinfühle, dann ist es eines der schönsten Gefühle, das du fühlen kannst. Und zum Beispiel, wenn ich meine Frau umarme, ist es auch so ein wunderschönes Gefühl, aber das Gefühl kommt schlussendlich von mir heraus. So. Das Gefühl gibt nicht sie mir, ich gebe mir dasselbe. Klar, ja, klar ist es wegen ihr, bekomme ich dieses Gefühl, aber das Gefühl kommt ja aus mir heraus. So. Deswegen, wir müssen wirklich ablassen von der gesellschaftlichen Meinung und so weiter, weil wir sehen ja, dass das nichts bringt. Und zum Thema spirituelles Erwachen verhindert, es sind natürlich auch all die Kriege und so, da habe ich gestern auch im Interview mit Kirsten, ist mir das so richtig, irgendwie hat mir das eingeleuchtet, dass wenn wir uns bekriegen und so weiter, dass wir so, so krass die Schwingung unten halten, weil du bringst Menschen um und das traumatisiert dich und dann bist du vielleicht so traumatisiert, dass du auch deine Kinder und so wieder traumatisierst, weil du es einfach irgendwie nicht anders wusstest und so weiter. Natürlich nicht jeder, aber so das Ego ist dann schon sehr gekränkt und auch die Seele und so weiter. Sehr spannend, sehr inspirierend. Ich hoffe, es hat dich auch inspiriert. Ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal.